Die Kleinunternehmerregelung ist etwas Wunderbares. Sie vereinfacht dein Leben als Selbstständiger ganz erheblich, denn das ist so das Opt-out aus der Umsatzsteuer. Du weist keine Umsatzsteuer aus deinen Rechnungen aus, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter. Du hast mit der Umsatzsteuer einfach nichts mehr zu tun. Und das klingt doch erstmal fantastisch. Das ist tatsächlich steuerlich und finanziell gar nicht immer attraktiver, aber es ist auf jeden Fall immer deutlich bequemer. Es gibt da aber so ein kleines Problem. Und dieses kleine Problem wissen einfach 90% meiner Erfahrung nach wirklich fast alle Selbstständigen einfach nicht. Es gibt nämlich ein Szenario, wie du als Kleinunternehmer Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch Umsatzsteuer zahlen musst. Und das ist in der heutigen Welt auch gar nicht so selten, dass das in deinem Fall zutrifft. Schauen wir uns mal genauer an, in welchem Szenario das passieren kann. Und zwar gibt es eine steuerliche Besonderheit bei allen Dienstleistungen, das Umsatzsteuergesetz spricht davon sonstigen Leistungen, die du als Kunde beziehst von einem anderen Unternehmen aus einem EU-Land. Und dieses Szenario trifft relativ häufig zu, denn die meisten großen Tech-Unternehmen dieser Welt, also Microsoft, Meta, also Facebook, Google, Amazon, die haben ihren Europasitz in der Regel entweder in Irland, in Dublin oder in Luxemburg. Das heißt, einem anderen EU-Land. Und wenn du da jetzt Kunde wirst, weil du zum Beispiel Werbung schaltest oder weil du zum Beispiel einfach einen Zugang kaufst zu Microsoft 365. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, tatsächlich sind manche Microsoft 365 Produkte auch mit deutscher Umsatzsteuer, aber nicht in allen Fällen. Das heißt, du wirst Kunde bei einem großen Tech-Unternehmen und dieses Tech-Unternehmen hat seinen Sitz nicht in Deutschland. Dann greift in B2B-Geschäftsbeziehungen, also wenn du als Kunde auftrittst, dann greift das Reverse-Charge-Verfahren. Das Reverse-Charge-Verfahren führt dazu, dass du als Kunde die Umsatzsteuer abführen musst. Wie funktioniert das grundsätzlich? Du bekommst eine Nettorechnung. Also beispielsweise, wenn du auf Google Werbung schaltest, dann bekommst du von Google eine Nettorechnung. Google nimmt sich das Geld von deiner Kreditkarte und dann ist fein. In dieser Google-Rechnung ist aber keine Umsatzsteuer enthalten und da ist auch ein kleiner Hinweis, der heißt Reverse Charge Verfahren, Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Manchmal steht irgendwas mit § 13b Umsatzsteuergesetz. Und dieser Hinweis führt dazu, dass du als Kunde die Umsatzsteuer für diese Rechnung selbst abführen musst, und zwar in Deutschland. Und wenn du eine solche Leistung bezogen hast und deine Buchhaltung machst, dann kategorisierst du diese Ausgaben immer mit Reverse Charge. Und was im Hintergrund passiert ist, dass du 19% von dieser Leistung einfach an Umsatzsteuer an das Finanzamt abführst. Also gehen wir mal davon aus, du schaltest für 1.000 Euro Werbung bei Google, dann zahlst du on top auf diese 1.000 Euro nochmal 190 Euro an das deutsche Finanzamt. Denn du hast ja nur den Nettopreis an Google gezahlt. Der große Vorteil ist, du hast in der gleichen Sekunde einen Vorsteuerabzug. Das heißt, als normal regelbesteuernder Unternehmer kriegst du davon gar nichts mit. Denn einmal wird 190 Euro an das Finanzamt gezahlt und einmal bekommst du 190 Euro erstattet, führt dazu, dass unterm Strich gar nichts passiert. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Diese Regelung gilt auch für dich, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Und als Kleinunternehmerregelung ist es nämlich nicht so, dass du pauschal nie was mit der Umsatzsteuer zu tun hast. Die Kleinunternehmerregelung sagt, du bezahlst immer die Bruttopreise. Du hast von Google aber nur eine Nettorechnung bekommen. Und jetzt musst du in deiner Buchhaltung noch einmal 19% Umsatzsteuer auf diese 1000 Euro Werbeleistung an das Finanzamt zahlen. Du hast als Kleinunternehmer aber nicht die Möglichkeit, diese 190 Euro in der gleichen Sekunde dir wieder zurückzuholen. Das heißt, du als Kleinunternehmer musst, wenn du solche Leistungen beziehst, von Unternehmen aus anderen EU-Ländern tatsächlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und die Umsatzsteuer, die auf diese Reverse-Charge-Ausgaben entfallen, an das Finanzamt überweisen und kannst diese Umsatzsteuer nicht geltend machen. Und das weiß kein Mensch. Und das Ganze ist natürlich eine riesengroße Gefahr, denn wenn du das Ganze nicht machst, ist das Steuerhinterziehung. Und natürlich kennt das Finanzamt diese Problematik auch. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz dringender Hinweis an alle Kleinunternehmer. Achtet bitte darauf. Und wenn ihr Ausgaben habt, die unter das Reverse-Charge-Verfahren fallen, dann macht eine Umsatzsteuervoranmeldung und zahlt diese Umsatzsteuer. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar ganz smarte Zuschauer von euch. Und zwar habe ich ja gesagt, das ganze Reverse-Charge-Verfahren gilt für B2B-Umsätze. Das heißt, das Ganze gilt nur
nur, wenn ein Unternehmen für ein anderes Unternehmen einen Umsatz ausführt. Wie wird sowas eigentlich festgestellt? Mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Deswegen musst du bei all diesen Tools auch immer deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, damit du dann eine Nettorechnung bekommst. So weißt du quasi nach, dass du diese Leistung als Unternehmen einkaufst. Und das führt dann dazu, dass du eine Nettorechnung bekommst. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, Reverse Charge gilt jetzt ja nur für B2B, dann lass ich einfach die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer weg und muss dann halt keine Umsatzsteuervoranmeldung machen als Kleinunternehmer. Smart gedacht, funktioniert aber leider nicht. Wenn du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer also weglässt, also die Leistung privat einkaufst, dann bekommst du keine Netto-Reverse-Charge-Rechnung mehr, sondern eine Rechnung mit Umsatzsteuer. Das befreit dich aber leider nicht von der ganzen Reverse-Charge-Berechnung in Deutschland. Du musst tatsächlich, auch wenn du eine Bruttorechnung bekommst, auch wenn du keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben hast, in Deutschland trotzdem die Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt abführen. Deswegen an dieser Stelle der wichtige Hinweis, das Ganze funktioniert nicht. Du kommst als Kleinunternehmer gar nicht aus dieser Verpflichtung raus, in Deutschland on top auf diese Reverse-Charge-Einkäufe nochmal Umsatzsteuer abzuführen. Und du hast als Kleinunternehmer eigentlich nur drei Szenarien, die du wählen kannst. Und zwar erstens, du machst halt einfach deine Umsatzsteuervoranmeldung und führst dann die Umsatzsteuer ab. Zweitens, du kaufst einfach nicht mehr bei Unternehmen, die ihren Sitz haben, in einem anderen EU-Land. Das grenzt das ehrlicherweise ziemlich ein, mit welchen Tools du so online arbeiten kannst, aber theoretisch denkbar wäre es. Oder drittens, du verzichtest auf die Kleinunternehmerregelung. Diese Kleinunternehmerregelung ist nämlich keine Pflicht. Du kannst auch freiwillig zur Regelbesteuerung wechseln und diese Kleinunternehmerregelung ist gerade bei internationalen Geschäftsbeziehungen unfassbar lästig und sorgt für unglaublich viel zusätzliche Arbeit und Steuerfallen, wie wir gerade in diesem Video sehen. Und wenn wir gerade über internationale Geschäftsbeziehungen von Kleinunternehmen sprechen, noch einen kleinen Hinweis. Denn das ganze Szenario mit Reverse Charge geht natürlich auch in die andere Richtung. Du musst ja nicht Kunde einer Dienstleistung sein. Du als Kleinunternehmer kannst natürlich auch unter Umständen Dienstleistungen ausführen für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land. Zum Beispiel berätst du als Kleinunternehmen ein Unternehmen mit dem Sitz in Österreich. Dann hast du ja quasi die andere Seite von dem Reverse Charge Verfahren. Und dann weist du auf deinen Rechnungen natürlich auch keine Umsatzsteuer aus, weil der Ort der Leistung ist nicht in Deutschland. Das heißt, dann ist ja für die Versteuerung dein Kunde zuständig. Nach Reverse Charge macht das ja immer der Kunde. Was viele Leute gar nicht wissen, diese Umsätze, die du mit Unternehmen aus einem anderen EU-Ausland machst, die zählen gar nicht in deine Umsatzsteuergrenzen für die Kleinunternehmerregelung mit rein. Du kannst die Kleinunternehmerregelung ja nur dauerhaft in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz unter 22.000 Euro liegt. Wenn du jetzt aber beispielsweise 50.000 Euro Umsatz machst, 20.000 in Deutschland, 30.000 im Ausland, weil du zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen berätst, dann kannst du im nächsten Jahr tatsächlich trotzdem noch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, weil diese 30.000 Euro einfach nicht in diese Berechnung mit reinzählen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Es tut mir aufrichtig leid, falls das wirklich schlechte News für dich waren. Falls du gerade gründest, weißt du jetzt Bescheid und kannst diese Steuerfalle gleich von vornherein vermeiden. Und damit du es vermeidest, würde ich dir von vornherein empfehlen, mit professionellen Tools zu arbeiten. So ein professionelles Buchhaltungsprogramm führt dazu, dass du das in deiner Buchhaltung von vornherein sauber hast. Ich habe da auch ein paar Empfehlungen, die verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier. Oder du schaust einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel dieses Video oder dieses Video.